So, und da sind wir wieder. Mein Klo. Tja, die anderen Server sind gerade echt ruhig. Ist gerade nur der Mindclone-Server aktiv. Und da ist auch nur der Typ mit der Zeit ganz fett aktiv. Lol. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz Ori besuchen. Wenn wir uns sowieso gerade auf Reise machen wollen, dann lehne ich erstmal hier ein bisschen Scheiße ab. Wir müssen hier auch mal aufräumen. Da. Das kann sowieso hier bleiben. Die nehme ich mal mit. Ja, komm, der ganze Krippel hier kann alles raus. Wir können übrigens. Nee, können wir nicht. Also könnten wir, aber nein. Doch, können wir eigentlich. Macht Sinn. Dass wir so ein paar Sachen, so wie das hier zum Beispiel, das können wir ja in unserer Ender-Chest lagern. Dann gehe ich mal ganz kurz zu der Groß, zu dem Spawn-Point und lagere die Sachen mal ein. Damit, wenn wir zum Beispiel getötet und ausgeraubt werden, wir immer noch so ein kleines Backup haben, gerade was so Eisen angeht. Kann nicht schaden. Wo auch immer gerade der Spawnpoint ist, ich gehe einfach mal zu Ori. Ich denke mal, die ist am Spawnpoint. So. Schiff haben wir ja dabei. Aua. Ja. Fuck. Und volle Fahrt voraus. Yay. Geronimo. Was? So, ja, und dann machen wir uns dann danach denn. Siehst du, können wir eigentlich auch gleich am Spawn Point machen, weil eben am Spawn Point, da haben wir ja direkt Dschungel. Was ich auch sehr geil fand bei der Map damals. Es war sowieso geplant. Ich habe praktisch diesen Server mehrfach erstellt, solange bis halt Dschungel war, aber eben. Das war direkt nach dem dritten Versuch oder sowas. Also im dritten Versuch war direkt der Dschungel. Wenn ich so privat spiele und da versuche eine Map zu bekommen, wo ich direkt im Dschungel spawne, weiß nicht, da brauche ich über 50 Versuche oder so ein Scheiß. Mag mich mein Klon nicht. Aber bei dem Server ging es relativ schnell, zum Glück. Klar ist das clever. Tja, ich habe studiert. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Was ist der Weg lang? Eins weiß ich schon, wir werden hier eine U-Bahn bauen. Mit Highspeed und 350 km/h. Machen wir 500 raus. Ich baue Transrapid? Irgendwas. Ja, das ist ein geiles Gebäude, wenn es mal fertig geladen hat. Das sieht ultra geil aus. Habe ich auch protected, weil das Haus war nämlich nicht protected, genauso wie das da nicht protected ist. Wir laufen aufs Land. Was ist denn hier los? Hallo? Danke. Ja, perfekt. Und deswegen habe ich das Ding da zum Schutz vor Vandalismus protected. Übrigens, wenn der Besitzer von dem Haus das sieht, das Video hier, bitte bei mir melden. Ich habe im Forum habe ich auch einen Eintrag dafür gemacht. Da hatte ich auch nochmal Bescheid gesagt. Wie gesagt, ich habe es halt geschützt. Oh, Alter, schon sich wieder um die Tiere.
Ah, können wir gleich mal hier genießen. Bleib hier! Arschloch. Wie gesagt, wenn du das Video siehst, das Haus habe ich protected, weil ich A nicht weiß, wer du bist, also wer das Haus erstellt hat, und B, ich das Haus praktisch vor Vandalismus schützen möchte, weil es war halt ungeschützt. Und leider laufen hier auch ab und zu mal Leute lang, die dann Sachen kaputt machen. Siehe alles Mögliche, was hier so rumkommt, das Leute da oben zum Beispiel. Und dementsprechend habe ich das Haus mal sich jetzt halber protected. Tap. Jo. Hoffentlich werden wir jetzt nicht angegriffen hier, während ich hier Sachen einlager. Gucken wir mal, also das Gold lager ich komplett ein, das brauchen wir ja nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich in der Endeschest überhaupt habe. Ach, die ist leer. Ha! Lol. So, der ganze Krempel kann komplett rein, das kann alles rein. Nee, das braucht nicht eingelagert werden. Ansonsten alles andere geht eigentlich. Bam. So, als stiller Vorrat. Wir haben hier noch unsere Pilzsuppe. Immer diese Vegetarier. Jo. Okay. Sehr schön. So, dann suchen wir uns mal Kakao. Kakao ist bekömmlich, Kakao ist gesund, Kakao ist ultra vitaminreich. Stimmt zwar alles nicht, aber ist scheißegal. Da haben wir Kakao, oder? Komm, ich hab's doch gerade gesehen. Da. Perfekt. Jawohl. Ja, komm. Nein. Hallo. Danke. Jawohl. Perfekt. Wir könnten uns aber auch mal ein bisschen Dschungelwood mitnehmen. Haben wir gleich mal ein bisschen was zum Züchten. Kennt ihr ja bereits aus meinem anderen Mindclone Let's Play, aus meinem alten. Das nur pausiert ist, nicht aufgegeben. Hallo, danke. Habe ich Sand dabei? Nein, habe ich nicht. Na gut. Dann halt die billige Lösung. Ich will nicht mehr leben. Ich hab so, dich nehme ich auch noch gleich mal mit. Komm. Danke. Ja, sowas hier zum Beispiel, sowas finde ich absolut. Wer macht so eine Scheiße? Direkt Bann. Für immer. Komm her. Ich glaube, das heißt ja scheiße. Wisst ihr was? Kommt hier, leckt mich. Ich schiete. Haha. So. Serverwartung muss sein. Was ist hier los? Wow. Gehen wir mal hier hin. Mal hier ein bisschen Holz weghacken. So, da hinten war noch eins. War da noch eins? Nein, hier war nichts mehr. Gut, ah ja. Fällt doch schon alles auseinander. Sehr schön. So, okay. Na komm, fall runter. War da nicht noch Holz? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, da haben wir nämlich gleich mal ein bisschen hiervon. Und können praktisch daran dann gleich mal unser Kakao züchten. Das ist relativ praktisch. Das macht Sinn. Ja, genau. So, na kommt. Ist auch egal. So, gut, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Dann können wir wieder zurück zu unserer Bude laufen. Komm, einmal hoch. Nein! Ich runterfallen hier irgendwo. Guck mal, wie das hier aussieht, Alter. Das sieht doch aus wie Kraut und Rüben. Das sieht schön aus. Das ist ein gutes Gebäude. So, dann können wir mal ganz kurz zu. Was war das denn gerade? Achso. Nein, was will ich denn jetzt? Da. Okay. Nichts Neues geschrieben. Können wir mal ganz kurz zu Ori gehen? Mal ihr Haus bewundern und sie angreifen und sie umbringen.
Ah, das ist ihr Haus. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht prachtvoll aus? Sieht das nicht... Ja, ich weiß nicht was aus. Es ist eine Hingabe zum Detail. Oh, was ist das hier für ein Haus? Aha, siehst du, sie züchtet hier auch Kakao. Ja, genauso macht ihr es auch. Nur halt, ich benutze halt keine Bäume dafür, sondern eben ich. Ja, ich mach praktisch. Ich steck die Stämme praktisch so in den Boden. Totes Holz, daran wächst Kakao am besten. Dann hat man eine richtig schöne Zartbitterschokolade, richtig schön abgeranzte, alte, bittere Schokolade, die einfach nach nichts mehr schmeckt. Einfach reiner Bitterstoff. Hey, ist sogar ein Fenster. Sieht doch schon echt geil aus. Ah, doch, hat sie sich echt viel Mühe gegeben. Kann man schon echt nur fragen. Sieht schon echt geil aus. Ah. Wir ziehen aber wieder von dann. Ja, was lange wirkt, wird endlich gut. Oder wie das doch nochmal geht. Manche Gebäude brauchen halt sehr lange. Oh, ein Enderman! Oh my goodness. Ich habe ihn gesehen. Ja, nur leider haben wir keine Rüstung. Ach doch, haben wir doch. Wir haben so eine Metallrüstung. Wollen wir ihn angreifen? Ich weiß ja nicht. Könnten wir uns auf gut oder auf kurz oder lang hier sag schon eine Ender Chest bauen? Ach nee, komm. Wenn wir was haben, dann können wir es ja hier einlagern. Scheiße, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wo unser Haus ist. Hoffentlich finden wir es wieder. So, ich schau mal, wir finden unser Haus wieder. Das war doch die richtige Richtung, oder? Ne, wir kamen von hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt eine Katastrophe. Ich werde nie wieder unser Haus finden. Das müsste die Richtung gewesen sein. Genau. Genau, ja doch, hier. Genau. Hier kamen wir vorbei, das muss also richtig sein. Ja, genau. Da ist diese komische Schlucht. Der Krater. Wenn der Mond in das Ghetto kracht. Tja, aber der nette andere Herr, der mit diesen vielen Zahlen, der scheint überhaupt nichts zu machen. Also, in meinem Serverlog tauchen immer nur ich und Uri auf. Ist das richtig? Es hört gar nicht mehr auf hier. Ja gut. Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Scheiße. Wo zum Fick sind wir denn? Wo wohnen wir denn? Was machen wir? Hier sind bloß Inseln. Oh Gott, wir sind verloren. Oh Gott, wir sind so hart verloren. Hä?
Wobei, wir sind eine ganze Weile geschwommen. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Vielleicht war es doch in die Richtung hier. Ah, hier doch, hier kommt. Ja, hier, siehst du. Festland, da geht doch. Doch schon sagen hier. Ist doch nicht mehr normal hier. Dankeschön. Ich brauche mal eine Landkarte. So, hoffentlich finden wir jetzt auch noch den Weg relativ solide zurück. Schade, die Mine ist bereits erkundet und dementsprechend ja, ausgebeutet worden. So, jetzt müssen wir nur noch unser Haus finden. Ah, da ist ein Berg, das könnte unser Haus sein. Ja, doch, doch, das ist der Berg. Das ist er. Der Hühnerstrecker vom Äcker. So. Die Frage ist nur, wo züchten wir unser Zeug? Ich würde jetzt einfach hier so ein Brett hinstellen. Einfach so direkt so als, weiß nicht, so powered by Brett vom Kopf. War genau hier. Oder? Nein. Hier. Oder nein. Hier. Ja, doch. Hier gefällt es mir schon besser. Ich mache es am besten unten hier bei unserem Dingsabums dahin. Da ist alles so ein bisschen nah beieinander. Warum ist denn hier noch ein bisschen Grünzeug? Hallo? Wer macht denn hier so einen Scheiß? Wahrscheinlich, weil das Holz zu nah war. Gut. Ja. Ich mach's hier. Schön hier zentriert. Da. Bam. Bam. Da. Danke. So. Und jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klar, der erste ist direkt gewachsen. Aber sicher doch. So, dann können wir uns halt mal hier ein bisschen Zeugs holen. Na komm, komm, einmal dran vorbei. Danke. Jawoll. Ups, das war noch unreif. Wow. Bitte nicht stockern, lieber Herr Rechner. Sowas macht man nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum bei meiner Aufnahme, also während ich aufnehme, meine Framerate so extrem niedrig ist. Normalerweise habe ich eine Framerate von über 100, aber sobald ich aufnehme, bricht die komplett in sich zusammen. Ich habe hier gerade mal 30 bis 20, weswegen ich auch genauso wie. Also bei Doom ist es normal, bei Doom komme ich generell nicht über 60 Frames pro Sekunde. Da limitiert er das. Aber bei meinem Test habe ich normalerweise mehr. Aber eben, sobald ich aufnehme, bricht doch die runter auf maximal 20, 30, irgendwie so in dem Dreh. Also über 30 komme ich selten. Naja, reicht ja aus. Meine Aufnahmen an sich mache ich ja sowieso nur mit 24 Bildern pro Sekunde. Blu-ray Style. Von daher reicht das alles aus. Hauptsache, das Spiel läuft an sich flüssig. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Stroh vor der Hütte. Wie viel haben wir denn? 34. Ja, doch. Kann man schon machen. Könnten wir uns direkt wieder 11 Brote backen. Nee, hebe ich auf für Kakao. Packen wir hier rein. Dich nehmen wir mal raus. Da können wir hier irgendwo noch eine Kiste hinklatschen. Wir wollten noch ein Bett bauen, fällt mir gerade ein. Fuck. Er wollte doch noch ein Bett bauen. Gibt's hier Schafe? Hallo? Schafe? Ja, dann Schafe. Schafe.de. Ujemine. Schafe? Wow. Alter, was ist denn los? Ich lass mal ein bisschen rum. Denn das finde ich voll dumm. Drum singe ich mit rum. Und mache ganz viel rum. Das wird mir halt. So, hier ist noch ein Krater. Ach nee. Das ist bloß ein kleines bisschen. Ist nur bloß hier so ein bisschen so. Hä? Ach da. Lol. Komm hier. Bam.
Ja, The End bei Minecraft, das gibt's ja noch gar nicht. Es gibt halt nur schon die Nether, also praktisch die Hölle und den Himmel, also Heaven. Der Heaven wurde aber kurzzeitig deaktiviert, weil da Wusi ein bisschen sehr viele Änderungen noch vorgenommen hat. Der Himmel ist aber, glaube ich, jetzt wieder aktiv. Aber eben, der Himmel ist halt wirklich reine Landschaft und da weiß nicht, halt irgendwas zu machen. Wirklich einen Sinn hat der Himmel jetzt noch nicht. Die Hölle ist auch relativ trostlos noch. Alter, kein einziges Schaf. Überhaupt kein, überhaupt gar kein Tier hier. Außer dem Pferd. Ja, nee, ist ein Esel. Ach, leck mich doch am Arsch. Ein Pferd. Wie wär's denn mit dem Schaf? Hä? Ein Schaf. Ich glaube es nicht. Yay. Danke. So, ein Schaf brauchen wir noch. Dann können wir hier langsam. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie geht das mit Schaf? Schaf überhaupt. Ein Bett überhaupt. Ich will ein rotes Bett haben. Und dafür brauche ich rote Wolle komplett. Heißt also, ich brauche dreimal. Rote Blumen habe ich, glaube ich, schon gesammelt. Kann das sein? Egal. Ich sammle einfach ja nochmal. Was schreibt ihr da gerade? Okay, die Blüte kann man ja selber basteln, sehe ich gerade. Das nochmal rot. So, jetzt haben wir drei rote Blumen. Genau, perfekt, gut. Scharf. Wir haben, soweit ich weiß, bisher nur eine Wolle, also einmal Wolle. Einmal habe ich jetzt gerade gesammelt, das heißt, wir brauchen noch mindestens einmal Wolle. So, hier ist schon das nächste Zeug fertig. Oha, hier geht es ja auch rein. So. So. Ach man, du. Ist doch hier, ist doch diskriminierend. Welche Frage soll ich streichen? Okay, die Blume kann man eher selber basteln, sehe ich gerade. Streich mal. Was? Wo? Was wie wo? Was? Oh, what the fuck is going on? Ja, komm mal her, komm mal her. Du kommst mal her. Jetzt hier, ne? Hahaha. Hättest du so gedacht. Dankeschön. Wo kommt der denn jetzt her? Arschloch. Zu jetzt hier, aus, ein Infinito. So, wir haben, genau, einmal Wolle. Ja, und wir haben doch noch Blumen gehabt. Na gut. Wir brauchen noch einmal Wolle. Wir brauchen noch mindestens einmal Wolle. Deine Wolle, wir doch mal sehen. Dieser Esel, der macht mich gaga. Du sterben. Wow. Diese Beteiligungslosigkeit ist ja. Der könnte in die Politik eintreten. So, oh. Erste schon fertig. Sehr schön. Nice. Dann kommst du mal bitte nach oben. Du kommst zu Papi. Komm her. Hopp. So. Stirb, 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 stirb.
Wir haben Bone. Also Knochen. Eigentlich könnte ich die gleich mal verwerten. Dann können wir daraus ein bisschen Bone bauen. Bauen vor allen Dingen. So, jetzt können wir nämlich ein bisschen mit Bonebill arbeiten und da können wir nämlich. Ah, okay, ist immer eine Stufe. Das heißt, also ich mache dich groß, dich groß, dich groß, dich groß und dann noch dich groß. So, so, na komm her. Danke. Ja, so, so, so. Dann haben wir noch 9 Stück. Passt doch perfekt. Digga. Das war ja wie kalkuliert. Da, da, da. Ha! Gottgleich. Einfach gottgleich. Gut. Dann haben wir soweit alles, außer noch einmal Wolle. Aber die wollen wir ja leider nicht, scheinbar nicht. Zumindest wolle das Spiel das nicht. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Autsch. 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 Ist wieder das Skelett hier? Nein? Gut. Ich dachte schon, ne? Man weiß ja nie, ne? Mhm. So, wir haben, ja. Feierabend. So, ja. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Runde dann nochmal einmal Wolle suchen. Dann haben wir, dann können wir endlich mal unser Bett bauen. Dann mal gucken, was wir denn machen, ne? Schau mit V. Falsches Fenster. Bitte einmal. Da. Dankeschön.